Peter Maffay, jetzt ist es raus. Darum macht er wirklich Schluss. Peter Maffay hat vor wenigen Monaten sein Bühnenaus bekannt gegeben. Jetzt verrät er, was der wahre Grund für seinen Abschied ist. Peter Maffay verkündete vor wenigen Monaten, dass 2024 die letzte Live-Tournee spielen wird. Nach 53 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich die Rocklegende nun. Mit dem Titel Farewell Tour wird der 74-Jährige im nächsten Jahr 10 Live-Shows in Deutschland spielen, danach ist Schluss. Warum er sich von der großen Bühne verabschiedet, erklärt Peter Maffay jetzt. Peter Maffay wird niemals komplett auf Musik verzichten. Grund für seinen Abschied ist seine kleine Familie, wie der Sänger damals erklärt hatte, Anouk wird im November 5 Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst. Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat unter anderem die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Die Schulabschlussfeier meiner Tochter liegt zwar noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte das schaffen. Mit seiner Ehefrau Hendrikje Balzmeier, die er erst vor kurzem geheiratet hat, hat er 2018 Töchterchen Anouk bekommen. Auch für seinen Sohn Yaris möchte er mehr Zeit haben. Doch sieht seine Familie das auch so? Wie Peter Maffay verrät, wird er trotz seines Bühnenaus nicht komplett auf Musik verzichten. Ich bin zuerst einmal noch nicht sicher, ob die Familie das alles so aushalten wird mit mir, wenn ich länger zu Hause bin. Tatsache ist, dass ich auf Musik nicht verzichten werde. Kurz gefasst, jeder Tag ist eigentlich ein Geschenk, und viele dieser Geschenke auszuschlagen, macht nicht mehr wirklich Sinn. Mein Zeitfenster ist kleiner als bei einem normalen Papa. Ich habe da eine andere Voraussetzung, mit meinem Alter.